Ich grüße euch. So erreichst du 5% Körperfett. Wir blenden euch hier mal ein paar Bilder von mir ein aus unterschiedlichen Wettkampfsaisonen, die ich gemacht habe im Amateur-Bodybuilding. Auch mal ein Video von einer Kür von mir, dass ihr mal sehen könnt, okay, wie sieht sowas aus? 5% Körperfett. Mal dazu vorneweg gesagt, mich hat es natürlich auch so mal interessiert, okay, wie viel Körperfett habe ich denn? Und war bei einer Ernährungsberaterin, die hat so ein 4-Punkt-Messgerät gehabt, so ein Körperfettmessen, und die hat zu mir damals gesagt, du Felix, ich kann dir gar keine Angabe mehr geben. Ich kann es nicht mehr wirklich genau messen. Werden so um die 4-5% Körperfett sein. Und nochmal eine andere Sache vorneweg, ihr wisst, auf meinem Kanal geht es darum, Training, Ernährung und das Mindset zusammenzupacken. Denn ein gesunder Geist zieht einen gesunden Körper an und ein gesunder Körper einen gesunden Geist. Mich erreichen oft Fragen, Mensch Felix, ich möchte irgendwie meinen Körper in Form bringen, Stichwort Sommerfigur, möchte mich ein bisschen, Neudeutsch heißt das glaube ich, shredden, und ich möchte einfach ein bisschen Körperfett verlieren. Das ist doch absolut legitim. Nur, und das müsst ihr euch immer vor Augen führen, dass die Bilder, wie ihr sie von mir gesehen habt, wie ihr sie auf meinem Kanal auch seht, so, oder von anderen Bodybuildern, die so eine Wettkampfform haben, dass das keine realen Bilder in Anführungsstrichen sind. Das ist eine Wettkampfform. Das ist eine Form, die man so taktet, dass man die circa so eine halbe bis eine Stunde wirklich in dieser Wettkampfform auf einer Bühne halten kann. Der Körper ist entwässert, Fett ist bis zum Minimum raus, und da brauche ich euch nicht erzählen. Und da kann man sich eventuell auch denken, dass das in der Form nicht gesund ist. Und Bodybuilding in der Variation als Wettkampfsport ist auch nicht gesund. Und ich habe es gesagt, auf meinem Kanal geht es darum, die Ernährung, Training und das Mindset zusammenzubringen. Und dann möchte ich euch mal so ein paar kleine Tipps aus diesen Bereichen mit an die Hand geben, wie ihr es schaffen könnt, euer Körperfett zu senken, was ihr dafür machen müsst, solltet und was das Preisschild ist. Fangen wir mit der Ernährung an. Im Endeffekt ist es gar nicht so schwer. Wichtig ist immer, dass man das Protein hochhält. Ja, ihr müsst halt euren Körper mit Eiweiß versorgen, auch in so einer Wettkampfdiät oder in so einer Phase, wo ihr versuchen wollt, einfach euren Körper ein bisschen für den Sommer in Form zu bringen. Weil, und das ist auch kein Geheimnis, ihr könnt nur Gewicht verlieren, Fett verlieren, wenn ihr weniger Kalorien zuführt, als ihr verbraucht. Relativ einfach. Was man jetzt nicht machen darf, ist, am Eiweiß zu sparen. Weil im Endeffekt der Waage, auf die ihr euch stellt, ist es völlig egal, ob ihr da ein Kilo Muskulatur raufstellt oder ein Kilo Fett. Und dieser Jojo-Effekt, den man oft so liest und hört, entsteht nämlich dadurch, dass durch so eine Diät auch Muskulatur verloren geht. Und die Muskulatur ist die Körperstruktur, die im Endeffekt dafür verantwortlich ist, dass man Kalorien verbrennt. Und wenn der Körper nicht genug Protein zugeführt bekommt, dann zieht er halt Muskelprotein heran und verbrennt Muskulatur. Ne? Deswegen sorgt immer dafür, als Tipp, euer Eiweiß möglich hochzuhalten. So als Zahl, nur dass ihr mal eine ungefähre Vorstellung habt. Ein Mensch, der, sagen wir mal, 80 Kilo wiegt, braucht mindestens 80 Gramm Protein pro Tag, nur um seinen Ist-Zustand zu halten, nur um die Muskulatur zu halten. Da sprechen wir jetzt nicht darüber, dass so eine Diät ist. Oder schon gar nicht vom Muskelaufbau. Ne? Also deswegen, wenn ihr euren Körper so in Form bringen wollt, peilt mindestens immer so 1,5 bis 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht an. Als wirklich Minimum. Punkt 2, Training.
Viele machen den Fehler, auch in einer kalorienreduzierten Diät, ob es jetzt wie gesagt eine Wettkampfvorbereitung ist oder einfach nur um den Körper eine Sommerfigur zu bekommen, zu leicht zu trainieren. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, ihr esst weniger Kalorien, als ihr wirklich braucht, trainiert noch leicht, dann hat der Muskel nicht wirklich eine Motivation, sich zu erhalten und wird halt durch dieses Training auch noch einen zusätzlichen Reiz bekommen, sich abzubauen. Deswegen auch in einer kalorienreduzierten Diät immer möglichst versuchen, relativ schwer zu trainieren oder halt mit der dementsprechenden Intensität. Dann kommt manchmal das Argument, naja, ich bin aber nicht so leistungsfähig, fühle mich so schlapp, wenn ich mich nicht richtig satt essen kann. Ja, das stimmt, geht mir auch so. Aber ihr könnt mit dem Auto auch Vollgas fahren, wenn der Tank halb leer ist. Ihr müsst es nur anders takten. Die wenige Nahrung, auch die wenigen Kohlenhydrate, die auch eventuell noch zugeführt werden, sollten dann so verteilt werden, dass es möglichst um das Training ist. Dann habt ihr auch genug Energie, um auch in einer kalorienreduzierten Phase eurem Körper den Treibstoff zu geben, den ihr im Training braucht. Ob das Training jetzt ein Krafttraining ist, ob es jetzt ein Mannschaftssport ist, wie auch immer. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist das Mindset. Ja, viele setzen das Training um, setzen die Ernährung um, aber ab einem gewissen Punkt fehlt dann so dieser Durchhaltewillen, dieses, wo aus dieser Faszination irgendwann so Routine wird und viele bleiben auf dieser Strecke einfach hängen und sagen, oh, ich schaffe das nicht mehr. Und ihr wisst, was ich immer sage, wenn euer Warum stark genug ist, dann kann kommen, was will. Aber ihr müsst euch auch darauf vorbereiten, dass es auch durchaus mal Motivationstiefs geben kann. Führt euch immer vor Augen, warum mache ich das? Warum mache ich so eine Wettkampfdiät? Warum will ich meinen Körper in Form bringen? Was ist meine Motivation? Mein Warum? Und eine Sache aus einer persönlichen Erfahrung, wenn man bei mir zum Beispiel so eine Wettkampfsaison, ja, die erste Vorbereitung waren 20 Wochen, die zehrt nicht nur körperlich, deswegen sagte, es ist auch nicht gesund, was man da macht, aber die zehrt auch psychisch. Jeder hat mal Appetit. Viele sprechen immer von Hunger, aber Hunger haben wir in Europa, zumindest meine Generation, noch nie erlebt. Aber so Appetit. Und wenn man über Wochen lang nicht mehr richtig satt wird, dann verändert sich auch ab einem gewissen Punkt wirklich die Wahrnehmung. Und die Zündschnur wird zu Teilen auch wirklich sehr, sehr kurz. Ja, bedeutet, dass ich gerade in der ersten Wettkampfsaison mich im Nachgang, als mein Gehirn wieder richtig normal funktioniert hat, in Anführungsstrichen, musste ich mich bei ganz, ganz, ganz vielen Leuten entschuldigen, auch wirklich bei engen Freunden, auch teilweise auch Familie, weil man erst so dann im Nachgang wirklich realisiert, Alter, was habe ich denn da gemacht? Na, der Vorteil daran ist, dass ihr euch natürlich super kennenlernt, eure Schwächen nochmal kennenlernt, eure Stärken kennenlernt und auch euch besser lernt einzuschätzen in gewissen Situationen. Und meine Frau beispielsweise hat die erste Wettkampfsaison ganz, ganz oft mit mir zusammen trainiert. Und ich kann mich noch an ein Training erinnern. Das war so eine Phase, wo ich am Tag bloß noch so 1500 Kilokalorien hatte. Und für einen Sportler, der so Off-Season so um die 100, 510 Kilo hat, sind 1500 Kilokalorien nicht mehr wirklich viel. Und ich weiß noch, dass bei diesem Training irgendwas mir nicht gepasst hat. Ich rumgemault habe und meine Frau zu mir gesagt hat, so, dein scheiß Training kannst du alleine machen. Ich gehe jetzt nach vorne und wenn du wieder normal bist, kannst du nach vorne kommen und dich entschuldigen und dann bist du hoffentlich wieder bei dir. Und das sind so Momente, wo man wirklich ein sehr, sehr starkes Warum braucht, einen sehr, sehr starken Partner an seiner Seite, der ihn da unterstützt. Denn als Einzelkämpfer wird es wirklich schwer. Also, um das Thema abzuschließen, sorgt dafür, dass ihr euch vernünftig ernährt, vor allen Dingen euer Protein muss stimmen, versucht die Kohlenhydrate, die ihr irgendwann reduziert, weil irgendwoher müsst ihr nachher die Kilokalorien einsparen, die ums Training zu verteilen und sorgt dafür, dass ihr euch auf Motivationstiefs vorbereitet, dass ihr ein starkes Umfeld habt, das euch unterstützt, sucht euch einen starken Partner, meinetwegen auch einen Coach, der euch begleitet, um
euch auf diesem mitunter sehr, sehr steinigen Weg auch begleiten zu können. Wenn ihr Fragen noch habt, wenn ihr Themen habt, die ich nochmal explizit in der Tiefe erläutern soll mit euch, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert, dass wir dieses Format so in der Form für euch weiterführen können. Euer Felix.